Hey, hello und willkommen zu einer weiteren Runde TFT. Diesmal bin ich nicht alleine wie die letzte Folge, sondern Matti ist bei mir. Hello. Hallo. Oh, ich nehme Tristana mit, BF. Matti ist hier rechts am Rand, da ganz unten, Silverstar, da wo er hingehört. Ich laufe in der Mitte, ich laufe in der Mitte, ich lasse mich überraschen, was ich kriege. War diesmal nicht deine Ahri dabei? Nein. Oh. Ich habe halt die Angewohnheit, dass ich immer Ahri nehme, warum auch immer. Aber jetzt habe ich den Lucian gekriegt. Ah, Lucian. Oh, verkauf den mal. Ich glaube, ich gehe auf Gunslinger. Ja, hätte ich einen Giants Belt. Damit kann ich aber gerade nicht viel anfangen. Giants Belt kämpft alleine so schlecht, sagst du. Ja. Vielleicht auch die neue Taktik. Einfach ein BF dahinlegen, weißt du. Wir brauchen keine Einheiten, wir haben Items. Haben sie schon Angst genug? Für die Minions reicht. Für Frankreich auch. Ja, oh. Dann werde ich wohl jetzt eine Nobel-Kombo versuchen. Boah, das war gerade mein Plan, weil ich hier gerade zwei Garants habe, Mann, verkauft. Ich habe auch gerade zwei Garants gekriegt, ich habe beide gekauft. Oh, soll ich jetzt auch beide kaufen? Ah, Nobel wäre schon nice. Boah. Komm, möge der bessere Nobel gewinnen. Ja, ich habe ja auch einmal versucht, 6er Nobel, es hat aber gescheitert an der Kale. Ah ja, für 6er Nobel braucht man echt Kale, weil es gibt echt nur exakt 6 Nobles und die letzte, den man so braucht, ist dann Kale und das ist eine Legendary und die kriegt man halt meistens davon nicht. Das ist einfach nur im späten Late Game, wenn du früher rausfliegst, hast du sowieso verloren. Ja. Könnte die Guardians Angel geben. Nein, meine Meinung zu Guardians Angel kennt ihr. Könnt ihr auch ein Hextech geben, aber nein, auch das, nee. Ich habe zwei Items gekriegt, ein Giants Belt und ein BF Sword. Das sind aber gute Alte. Ich habe noch weitere zwei Garants bekommen und zwei Fioras. Ich hab auch zwei Fioras. Was? Erstmal gekauft. Oh, ich muss jetzt irgendwas verkaufen, um mir die Fiora die zweite zu holen. Ich will nicht Tristana verkaufen. Aber die carried mich hier gerade. Hm? Verkauft Tristana, komm noch. Was meinst du, Lucian mit Vamox gut? Was? Oh, da kannst du ihm noch Titanic Hydra geben. Das könnte gut sein, weil das macht ja prozentual Damage je nach dem Leben der Unit. Ja, das könnte noch gut sein. Ja, ich habe aber gerade nicht das passende Item für Titanic. Mir doch egal, mach einfach. Ja, klar. Einfach machen. Ja. Kann ich mir dann daraus machen? Ich könnte mir daraus ein Locket holen. Oh, Locket wäre natürlich auch nice. Oh, oder ich könnte jemandem ein Locket geben. Oh, schade, kein Item gekriegt. Ein Garen mit seinem Wirbel eigentlich kritten wahrscheinlich nicht. Na, oh, noch ein Garen. Und zweimal Vayne. Das Spiel will, dass ich auf den. Ich habe eine 4 oder 2. Ich habe eine Vayne mit Infinity Edge. Das tut weh. Das ballert. Jetzt brauche ich nur noch einen Rapid Fire für sie. Und ein bisschen Attack Speed. Was kann ich jetzt bilden? Der war schon ein bisschen AP für Rage Blade. Garen gebe ich. Okay, ne, ich bin zufrieden. Läuft. Ja, geht der gerade aus? Geht so, ich muss gerade gucken, was ich bilden kann. Ist Fiora schon Level 2? Und hab ich doch gerade gesagt. Ja, oh sorry, ich hör nicht zu. Ich hab Glück gehabt. Ich hab mich gerade gewundert, warum noch alle 100 HP haben, aber das ist die erste Runde gegen andere Leute. Ich hab so, hey, wir können alle noch 100 HP haben, das muss ein Bug sein, Game Breaking Bug. Alle gewonnen. Easy. Oh, Vayne hat so wenig Attack Speed. Warum pinkst du meine Vayne? Was hast du gegen die? Um einen Hit noch. Die hat aber Items, ey. Ja, Mann. Ich warte jetzt noch auf ein Attack Speed Item, damit sie Rage Blade hat und dann. Ja, schreibt auch schon einer. Item Drop. Item Drop, ey. Geht's gut, mir auch schon wieder ganz viel auf dem Niederleben. Ich hab's auch nur das, was ich nicht haben will. Aber ich werde. Na komm, nehme ich die mal für den Backplan. Darf nur Vayne ein bisschen beschützen. Ich soll Level pushen. Ja, glaube ich pushe Level, damit ich einfach den Knight-Bonus drin habe und meine Vayne besser beschützen kann hier. Klingt nach einem Plan. Noch Yordle hier als Backup. Nochmal einen Knight hier reinkaufen. Vielleicht gehen wir auf 4er Knight oder so. Ich auch mit Nobel ganz an. Okay, man kann Blitzcrank echt gut kontern, wenn man irgendeinen Assassin in die letzte Ecke stellt. Ja. Ich hatte auch mal einen, der hat den Blitzcrank mit allen Items voll gemacht, mit Rabadons und all die ganzen AP-Zeugs. Der hat mit seiner Hook quasi in Level 2-Einheit immer gewone-shottet. Ich habe einfach einen Full-Stack Darius oder Garen. Ich hatte irgendeinen übelsten Tank. Nee, das war sogar ein Mordekaiser. Da hatte ich mega viel Tank-Item gegeben, einfach nach hinten gestellt. Dann hat er immer mit dem Mordekaiser rangehuckt.
Aber auch sehr schön. Den konnte er dann nicht killen. Ja, Blitzcrank erstmal gekontert, ne? The fuck, ich hab 3x K6, fuck. Fuck, Fuß auf Fuß, aber ich habe jetzt auch einen Luschen. Er schreibt dir schon vor, was du machen sollst. Ich meine, ich kann einfach holen, weil, warum nicht? Geld ist ja gerade eh da. Ah, einen Slot habe ich auch noch über, so ein K6 hinten drin, warum nicht? Ah, ich will Vayne kein Locket geben. Jetzt nicht, ich warte immer noch auf meinen Blade-Dingsbums. Ich hoffe mal, das kriege ich dann im Kreisel. Wenn ich keinen guten Nobel sehe, dann nehme ich mir auf jeden Fall ein Tech-Speed-Item. Vayne mit Rageblade, oh. Ich bräuchte Traum. Auch einen Bogen für alle meine Builds gerade. Oh. Oder eine Träne, kann ich auch gerade gebrauchen. Der Blitzwink hat meine Vayne übel weggekockt. Holy shit. Das Elend. What the hell? Der läuft einfach so eiskalt nach vorne, huckt die und ein, zwei Hits, weg war sie. Du gehörst mir. Aber das gewinne ich trotzdem. Nice. Aber wenn K6 einmal alleine an der Unit dran ist das und das Ziel isoliert ist, komplett weg. Ja, die Ash hat geultet und mein Lucian ist genau in dem Moment weggedasht. Das finde ich tatsächlich ganz cool, dass Ash ult halt nicht immer trifft, sondern echt nur, wenn die Einheit auch stehen bleibt. Das war richtig witzig. Perfekter Zeitpunkt. Okay, also, komm. Nur noch Lucians kaufen. Oh, da vorne ist ein Lucian. Oh, und es gibt eine Tech-Speed-Item. Oh, da. Oh. Ich hab grad die Arschkarte. Aber wir sind Jora? Eh beide die Letzten. Ja, also wir sind die beiden Letzten. Wir betteln uns darum, was wir kriegen. Jora, Lucian, Aatrox wäre für mich gut. Ja, ich glaube sogar, ich würde eher Aatrox nehmen, einfach weil Ragebait auf Vayne so geil ist. Nein! Okay, dann nehme ich mir Fiora. Ja, habe ich die, glaube ich, Stufe 2. Dann nehme ich mir den Lucian, wenn er noch da ist. Okay, ich habe nichts gesagt. Okay. Öffne die Tore, ich will die Fiora. Nein, du Hund! Jetzt habe ich zwei Stück Stufe 2. Ich hätte mir auch den Sekt nehmen können. Der hätte ich die Träne gehabt. Ja, dann nimm ihn doch den Set. Ja, okay, ich könnte mal zurückdrehen. Och, Manno. Scheiße. Jetzt habe ich auch noch Vayne. Ja, weiß nicht, ich könnte jetzt jemandem einen Red Buff geben, aber. Ach Mann, das ist doch kacke jetzt hier. Verkauf nochmal die Tristana, damit wir über 10 Gold sind, damit wir einen Zins kriegen nächste Runde. Wenn ich dich finde, ne? Wir sind die einzigen mit 100 HP, wir haben noch nicht einmal verloren. Ich stehe jetzt auch eine Vayne drauf. Was ist denn für Einheiten? Oh! Oh! Oh, jetzt geht's los. Okay. Okay, das verliere ich auf jeden Fall, Alter. Gib ihm auf die Böse. Das verliere ich auf jeden Fall. Oh, verdient, Junge, verdient. Alter, der Lucian mit dem Noble Buff ist aber ganz schön tanky, muss ich gestehen. Holy fuck. Und mit dem Giant aufhören, Belt so... auch. Alter. Giant Belt. Holy fuck, ist der tanky. Garen, also, tu doch was. Ich gebe dir noch einen Morre. Ja, der Garen hat auch den Noble Buff. Ja, das war's. Wenn er jetzt gleich einmal Spin to Win macht, jawohl, da kommt angespinnt. Obwohl, das schafft er nicht. Schafft er nicht. Ich kann. Ja, durch mein Dashen komme ich auch manchmal raus. Aber es wird nicht ehrlich ein Unentschieden jetzt, oder? Och Mann, es wird ein Unentschieden. Garen Spin, Junge! Easy! Super. Oh. Beide bei 96, toll. Ja, was mal bitte ankündigen, wenn ich dich sehe? Ja, ich kann nicht wirklich irgendwas tun. Ich könnte jetzt ein Level pushen, dann könnte ich noch ein Night-Combo reinmachen. Warum? Aber halt eine Night-Combo noch mit dabei. Hoffentlich sehen wir uns jetzt direkt wieder. Na warte, da bestelle ich jetzt ein Set Stufe 2 rein. Der wird tatsächlich auch nicht reinknallen. Ja, gerade auch wegen Ninja. Vayne Stufe 1 ist, glaube ich, nicht so gut wie ein Set Stufe 2. Probieren wir es mal. Hey, ich denke nicht, wenn du den Nobel-Buff nicht verlierst. Ah nee, du hast noch einen Lucian. Ich hab Nobelbuff, ja. Ja, okay. Fiora mit Nobelbuff ist auch ganz okay. Übrigens, warum das so Würf ist, nur auf Nobelbuff zu gehen, weil wenn man 6 Einheiten hat, dann ist dieser Buff von wegen 100 Armor und Heal 35 alle. Pro Attack, ist das auf allen Units, auf allen. Das ist so fucking busted. Ja, das wollte ich einmal versuchen, das hat nicht geklappt. Ja. Das hab ich ja gesagt, mit der Kale-Runde, die hat mir einfach nur noch gefehlt. Ja. Kann der Darius aufhören, sich hochzuhealen? Holy fuck, töte ihn, danke. Ah, mir fehlen noch 2 Fiora. Mir fehlt noch ungefähr alles, aber jetzt habe ich eine Vayne 2 immerhin und ich hoffe, dass ich jetzt ein Attack-Speed-Item von den Crux bekomme. Könnte die Garen mir richtig lieb. Garen mit dem Morrel hört sich bestimmt auch lustig an. Garen mit dem Morrel, was?
Ich könnte ihm das geben. Ich habe so viele Giant Cells gehabt. Und noch einen Large Rod. Oh, was bestimmt auch geil ist, zweimal Vamox auf Garen und dann ein Titanic. Oder Vayne mit Titanic ist auch richtig stark, einfach weil die auf Level 3 auch mega viel Leben hat. Ja, vor allem jeder dritte Attack auch, ne? Ja, das macht so viel Schaden. Aber ich gehe gerade lieber auf Phantom Dancer. Nein, nicht Phantom Dancer, und ich will Vayne Rapid Fire geben. Oh, Günzus Rage Blade. Oh. Wenn du die Items kriegst, ne? Nicht die Items kriegen, ne. Ich habe aber ein BF bekommen und ein Giant's Belt immerhin. Bis jetzt habe ich nichts gekriegt. Luschen gegen Stein. Wer gewinnt? Super. Ja, er hat den Jetzt war der Nobelbuff, auf. also. Da schafft er Kein das, kein Item. Item. Feels bad. Ist Batman. Was Ja. macht denn das hier und das hier? Ach, das kann ich GA, kann ich geben. Ich könnte Hextech Gunblade, nee. Das, nee. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Bei Lucians. Eigentlich müsste ich mal den Lucian Magic geben. Boah, Lucian mit Spear of Shojin ist auch nice, wenn er dann nur am Rumdashen ist. Übel geil. Ja, trifft den erstmal. Und vor allem, wenn du dann noch die Ganzlinger-Kombo hast, oh, super geil, dann greift er halt so oft an. Das kann man noch einrichten. Mach das mal, genau. Scheiß mal auf dein Nobel-Ding und geh mal lieber auf Ganzlinger. Dann hab ich mehr Nobels für mich. Ich brauche nur einen Ganzlinger reinstellen, da habe ich meine Ganzlinger-Kombo. Ja, Nee, auf Vierer Ganzlinger. Viel besser. nee, nee, ich mach Ah. Sechster Nobel mache ich. Und dann noch Vierer Ganzlinger. Das kriege ich bestimmt hin. Ja, auf jeden Fall, da brauchst du ja nur 10 Level für. Ja, oder ich gehe jetzt ganz viele Spatulas holen. Das will ich sehen. Gibt's da einen geheimen Markt, den ich nicht kenne? Lass dich überraschen. Ah, ich habe gerade kassiert. Oh, ich könnte auch noch verlieren. Komm, ein Crit jetzt. Jawohl! Nice, der Crit war wichtig. Ich glaube, sonst hätte ich den nicht gekillt. Die Vayne mit Infinity ist strong schon. Da. Strong, 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 strong. Oh, finally, Garen Stufe 2. Endlich mal was. Ich weiß gar nicht, wohin ich hier mit den Items will. Ich will das irgendwie verteilen, aber irgendwie weiß ich auch nicht genau. Ah, Red Buff könnte ich ihm Garen geben, aber das ist halt so. Ich hab's ganz einfach. Ich hab einen Large Fort und zwei Leuten mit. Einfach. Ich kann einfach beiden Morre geben. Einfach gesagt. Entweder Garen mit Morre oder Lucian mit Morre. Hört sich jetzt Also. beides nicht so geil an, muss ich gestehen. Leider nicht. Oh, ich habe vergessen, was reinzustellen. Jetzt habe ich Nee. einen Level 1 Lucian reingestellt gekriegt und der hat auch noch den Nobelbuff gekriegt. Warte, du bist Level 6. Anscheinend. Ne, 5. Nee, Aber 5. ich hab Hattest du keine Level 5 fünfte bekommen? Einheit reingestellt. Ah. Und da hat sich ein Lucian reingestellt und der Level 1 Lucian hat jetzt auch noch den Nobelbuff gekriegt. Nice. Egal, solange ich das gewinne, ist mir das gerade egal. Oh, ich verliere das. Oh nein, meine Siegesserie. Nein, ich hatte doch schon zwei Gold gefarmt durch diese Serie. No. It Mein. hurts. It hurts. Ich brauche immer noch ein Attack-Speed-Item. Komm schon. Ich wäre mal froh, wenn ich überhaupt ein Item kriege. Ja, froh, wenn ich überhaupt mal wieder einen Nobel sehen würde. Also, ich. Leona brauche ich. Kayle brauche ich. Und was für einen Nobel gibt es noch? Ja. Okay, Lucian, Vayne, Kevin. Leora, Garen. Ja, das sind sie. Mir fehlen nur noch zwei. Leona und Kayle. Und das sind ja hochrangige Einheiten. Heißt, die kommen auch später. Leona. Schon 2 wäre noch ganz nice. Ich hätte auch gerne. Soll ich den Darius rausstellen, dafür einen Aatrox reintun? Habe ich zwar keine Night-Combo, aber Aatrox ist ja eine. Ja, das kann schon Watra essen. Oh, und der Kessler, den haut die ganze Zeit auf meinen. Oh, auf meinen Darius mit Nobel-Buff. Jetzt verliere ich. Aber ich sehe noch, der Groweit hat auch einen Nobel-Buff. Oh, geht auch auf Nobel, wie ich das sehe. Gorold. Ja, das ist der Vorverletzte. Ich sehe ihn, ich kann nicht draufklicken. Kann Der hat mir Vayne, nicht der hat angucken. Fiora. Der hat, glaube Ach ich, auch einen jo, Garen. ich sehe ihn gerade, glaube ich. Das haben aber voll viele Fioras. Scheiße. Warum will ich auf Nobel gehen? Macht das jeder. Okay, da sind zwei Attack-Speed-Items. Eins davon brauche ich. Vayne wäre auch schön, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da hätte ich lieber Poppy oder Aatrox. Am liebsten Aatrox. Okay, oder auch nicht Aatrox. Dann Poppy. Och, Poppy, komm schon. Ich darf als letztes ran. Eigentlich, ich muss mir gar keine Hoffnung machen. Ich kriege wahrscheinlich eh den letzten Rest hier. Attack-Speed-Items sind so beliebt, da wird jetzt gleich eins genommen. Ja, und er ist weg. Ah. Was nehmen wir uns denn Mein mal? Träne könnte ich noch Ich nehmen. nehme den Ist hier. ja. Pff.
Nehme ich mal Braum. glaube, ich nehme einfach Warwick, damit ich noch ein Giants Belt habe. Dann gebe ich Garen einfach eine Vamox und dann hat. Ja, weißt du, was mein Problem ist? Ich habe schon wieder ein Giants-Bell gekriegt und ich kann immer noch einen scheiß Morre machen. Oh, so, dann kannst du doch vielleicht deinem Lucian eine Vamox geben. Ist auch nicht so schlecht. Oh, Darius 2, danke dafür, Mann. Dauert. Jetzt habe ich zwei Lucians, zwei. Ja, aber den Braum will ich jetzt nicht rausstellen, weil der Stufe 2 ist. Der ist auch gut später für Doppel-Kombo, weil er auch noch gleichzeitig ja ein Guardian ist. Ah, das stimmt. Wie gesagt, ich kann Ah. jetzt jedem Woche geben. Raum bräuchte ich auch noch. Und dann noch eine Ashe. Man noch Guardian, Glacial und Noble, wenn man achtet. Also gut, dass du was gesagt hast von Ash, weil die hatte ich gerade hier in der Rotation bei mir. Oh. Danke. Ja, kein Ding, ich helfe doch gern. Ich sehe da gerade auf deiner Bank, du Elend. Mal gucken, welcher Meinst Noble du hier hier? gewinnt. Guck mal, die kann wandern. Oh, bist ja sneaky. Gleich wandern deine HP, aber in eine andere Richtung, Das sehe ich leider auch so. du. Komm, wenn K6 noch Ult kriegt, dann ist der Aber Lucian. der Braum einfach mit Nobelwaff, der bringt mir einfach gar nichts. Oh, geil. Warte ab. Nachher haben alle Morre, dann wirst du schon sehen, was passiert. Oh nein. Brand habe ich nur gekauft, weil Brand eine coole Einheit ist. Ich glaube, ich brauche die nicht. Kaufseil, ich verkaufe. Nee, ich verkaufe. Das ist ein Ash. Der Ash. Ich könnte jetzt Ash reintun für Ranger-Kombo, aber nee, ich muss mal Darius drin, einfach um die Bane besser zu beschützen. Können wir vielleicht. Ach, ne, wir können sogar beide reintun. Ha, was laber ich hier? So, jetzt haben wir beide drin. Easy. Ich konnte ja auf Level pushen, jetzt bin ich 6. Hast du nicht gemacht. Ada gemacht und ich bin immer noch über 50 Gold. So, weißt du was? Ich habe jetzt Gavin einfach Morre gegeben. Mich war's leid. Aber ich meine, so schlimm ist es ja jetzt auch nicht. Warte, was macht denn genau Morrel? Morrel, wo ist Morrel? Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Ich gucke gerade auf mein Item-Cheat hat. Da, Spellburn. Ja, Spellburn Stop hier. Ist eigentlich ganz nice, weil er so ein AOE-Spell hat. Ja, und ich wurde einfach mal fertig gemacht vom zweiten Platz. Aber so richtig hart. Hier Spin to Win sich gerade beide Garens entgegen, aber meiner gewinnt wegen Vamox. Ich war tatsächlich wegen der Vamox gewonnen. Gibt halt einfach 400 Leben und noch Life-Rack. Brauche Boah, immer noch eine Fiora. ja, geht mir auch so. Fiora Level 1 habe ich da einfach rumstehen. Die bringt mir gar nichts. Überhaupt gar nichts. Ist halt einfach nur da. So. Ich weiß noch nicht, wohin ich mit dem Items hier will. So, das kann ich halt zum Guardian Angel machen. Dann könnte ich das Garen geben. Ist halt okay. So, weiß ich nicht. Könnte auch Vierer Knight versuchen, wenn ich jetzt nur ein Level abkomme mit Sejuani. Ja, Sejuani ist auch so nice. Ich glaube, ich pushe ein bisschen Level. Ganz kleines bisschen. Das gleich bestimmt Level 10. Ja, hallo, einfach mal so. Level 10, warum auch nicht? Ja, die Wölfe dürfte ich easy machen. Der wurde erstmal weggewonshottet. Komm, ein Attack-Speed-Item. Komm, Okay. Papa braucht ein Attack-Speed-Item. Ja, was, weißt du, was ich krieg? Einfach nur ein Spaßulach. Damit kann ich auch gerade nichts anfangen. Ich habe einen Negatron-Cloak bekommen. Oh, und ein BF. Das wäre ein Blutdürster immerhin. Blut ist aber gar nicht so schlecht. Die beiden zusammen ergeben so ein Silence-Dingsbums ist halt. Darius ist auch nice. Raven könnte ich auch reinstellen bald. Mein Braum hat ja wieder mal einen Giant Cell, wie fast alle meine Einheiten. Wenn ich mir jetzt noch Spatula gebe, ist er dann ein Doppelglacial. Ja, dann stößt das Item wieder ab tatsächlich. Oh, das heißt, er wirft das Item ab, aber er bleibt als Einheit da. Genau. Also könnte ich das dann irgendjemand anderes dann einfach hinschmeißen. Exakt. Wäre eine Überlegung wert sogar. Ja, dann kannst du jemand anderen noch zum Knight machen. Oder zum Glacier, meine ich. Och, da hinten die beiden Ranger, ey. Oh, der hat auch schon Rapid Fire mit seiner Vayne. Ah, ich krieg keine Attack-Speed-Item, ich glaube es nicht. Oh, ich kriege hier so aufs Maul. Oh je, komm, ein. Ich Ja, krieg boah, aber einer auch ist noch was aufs gekillt. Maul. Wieder mal. Autsch. Autsch. Also ich bin auf einem Losing-Streak. Ja, ich bin auf gar keiner Streak. Also ich habe plus 1 gerade, ich glaube, ich war auf einer kleinen Winning, aber jetzt ist wieder nüschte. Oh, ich habe noch eine Fiora bekommen, ich kann es kaum fassen. Jetzt habe ich endlich Fiora 2. Du Alter, hast das gedauert. mich angelogen. Der schmeißt das Glacial nicht weg. Nicht? Bei mir hat er Nein. das einmal gemacht, ich schwör's. Dann hatte ich plötzlich das Item da liegen. Na gut, Ehrlich, das egal. wusste ich nicht. Aber ich habe jetzt hier kein Double Glacial dafür gekriegt.
Hast du dadurch denn nicht, also eigentlich hast du dadurch doch jetzt, obwohl er Glacial ist, dann ist er halt zweimal Glacial. Geht das nicht? Okay, ist er leider merkwürdig. Nicht. Ich schwör's, bei mir hat er das einmal abgeworfen, das Item. Oder ich erinnere mich gerade falsch, aber ich bin mir sehr, sehr sicher. Ich habe mich schon gefragt, oh, warum liegt das Item plötzlich da? Hm, merkwürdig. So, ich habe gleich eine Fiora 3. Okay, ja, mach du mal. Gar kein Problem. Der Blitzcrank hat die Vayne rangehuckt und die hat dafür die ganze Zeit in der Backline da hinten überlebt. Das hat ihm gar nichts gebracht, die zu hooken. Oh, ich verliere aber gerade trotzdem. Okay, fuck. Ja, ich verliere das, denke ich mal, auch gerade. Obwohl, Noble Buff Darius ist am Start. Macht aber negativen Schaden an dem Garen, weil er einen Thornmail hat. Oh, fuck. Also, wenn du auf den Kassan hin mit Ragepad und Vamox triffst, ne? Hast du vergangen. Ragepad und Vamox. Hier ist noch ein Braum, ist auch ganz nice. Ich muss jetzt ein bisschen rollen. Ich brauche jetzt ein paar Einheiten. Ich bin Level so genug. Ist noch eine Ash, ja. Aus. Draven wäre halt auch nice mit dem Darius eigentlich. Hm, ich könnte den Draven reintun. Hat einer von den beiden doppelten Schaden. Das ist gar nicht so. Und verkauf dich, pack den Draven rein. Also so ungefähr. Ich glaube, das war ganz in Ordnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Aatrox, ja, weiß ich nicht. Brauche ich halt irgendwie auch nicht. So, weg mit dir. So, jetzt habe ich noch den Imperial Buff dabei und in der Hoffnung, dass Draven oder... Warum pinkt da mein Draven? Hat er was gegen den? Ich glaube, er wollte einen Draven haben. Ja, aber Draven passt gar nicht in seine Combo. Er hat Yordle. Autsch. Dann will er dich einfach nur ärgern. Warum pinkt er den Draven? Was hat er dagegen? Hä? Fragezeichen zurück, ich kann gar nicht auf dich pingen. Oh, yes! Nice, einer Attack ist durchgekommen. Ich hab schon eine Leona bekommen. Was? Ach, Mann. Ich darf immer noch als letztes hier rein. Oh, da ist Kale! Ja, ich komm vor dir! Nein! Ja. Hoffentlich schnappt jemand Kale weg, du elendiges Elend. Nein, die nehmen nicht Kale! Nehmt Kale, Leute! Aber ich will Aurelion Soul. Er nimmt Kale, ja. Was, du willst Aurelion Soul? Nee, ich will Poppy. Poppy ist so mein Herzensblech. Ich will auf jeden Fall Poppy, so elendiges Stück. Das war ich nicht. Ich nehme jetzt Kratos. Achso, oh. Okay. Ja, wen brauche ich denn dann von denen? Eigentlich gar keinen. Ich könnte Darius mitnehmen. Ich habe jetzt einfach Kratos genommen für die 5 Gold. Das mit der Kale ärgert mich gerade so ein bisschen. Ja, das glaube ich. Das wäre dann meine 6er Nobel-Kombo gewesen jetzt. Oh, stimmt. Du hast ja auch schon Leona. Ja, das ist jetzt natürlich mies. Das ist bitter. Aber du bist ja auch Level 6 oder 7, oder? Dann kommen doch jetzt auch bald Legendaries bei dir. Ich bin Level 6, ja. Ah, dann kommen doch auch Legendaries jetzt bald. Ich verkaufe aber jetzt nichts, weil ich habe jetzt einfach Kartos umsonst drin. Nice. Mann, ich habe immer noch Items rumliegen, die ich nicht vergeben will, weil ich immer noch warte, dass ich besseren Items hier kriege. Oh, weißt du was? Rauben ist doch egal, was du... Raven! Okay, dann sparen wir noch ein bisschen Gold, können noch ein bisschen Level pushen. Wow. Oh, sind wir bald Level 8 schon, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, der hockt wieder meine Vayne ran und die bleibt komplett unangetastet da hinten. Wunderbar. Perfekt. Oh, der hat eine Kale da drin, der geht halt auch echt auf Nobel. Der hat auch einen 3er Nobel Buff hier. Jora, Lucian, Kale. Eid hat er auch noch durch Garen und Kale. Interessant. Gewonnen habe ich aber trotzdem. Ah, ich verliere mal wieder. Nice. Aber Stück für Stück. Davon brauche ich nicht. Ich könnte jetzt wieder auf Level pushen. Oder ich hole mir einfach Draven Ash 2. Oh, das war jetzt richtig dick. Oh. Das hat gut getan. Oh yes. Das war richtig gut. Als K6 braucht eigentlich auch da vorne rumstehen. Oh, wunderbar. Draven könnte ich eigentlich ein BF geben. Mit den Guardians Angel. Ich glaube, ich gebe Draven einfach einen Blutdürster. So, warum eigentlich nicht? Ich bin nicht ganz zufrieden mit Noble Knight Imperial Ranger. Ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich könnte jetzt noch einen Blade Master reinpacken, wenn ich Level abkomme. Packe ich noch so ein Yasuo oder sowas rein. Ja, mir fehlt einfach nur eine Einheit. Dann habe ich eigentlich schon gewonnen. Aber solange sie nicht hast, sind wir alle noch zufrieden. Oh ja. Aber egal, Lucian Stufe 3 mit Nobelwaffe ist auch ganz gut. Noch keine einzige Dreier. Das kontert den Thornail so ein bisschen von Garen hier gerade bei mir.
30 HP. Oh, ich bin voll gut dabei. Ich habe gar nicht auf meine HP geachtet. Ich habe 68 HP. Ich bin Erster. Oh, da ist Leona schon mal. Und dreimal Pike. Okay. Und jetzt Pike statt K6 reintun. Ah. Ich glaub, das mache ich auch. Ich kaufe schon mal die deutlich besser. Mag Pike. Das brauche ich nicht mehr. Bisschen Geld. Habe ich noch so. 20. Jetzt. Ich warte seit allerersten Runde gefühlt auf einen Scheiß Attack Speed Item. Das war kein deutscher Satz. Auf dieses Attack Speed Item. Komm, auf den Curved Bow. Los, jetzt schicken's. Gut, euer Schlimmstes. ich hatte eigentlich nur Giant Spells. Und war auch zum BF, aber sonst keine Attack Speed. Ist auch nicht verdient. So dreckig, wie du mir die Einheiten weggeschnappt hast. Ja, was sagst du auch, was du brauchst, wenn ich vor dir dran bin? Ah, Mann, ich hab halt noch Vertrauen in die Menschheit. Och, jetzt, ich hab nichts Gutes bekommen. Ich meine, Träne ist halt da, so weiß ich nicht, da. Ich hab eine Träne auch gekriegt. Träne und das hier ergibt zusammen. Oh, das ist Frozen Heart, ergibt das beides hier zusammen. Es ergibt Träne und das Ding hier. Ah, der Attacks have a chance to silence ist halt okay. Hm. Frozen Heart könnte ich aber jemandem geben, tatsächlich. Ich glaube, ich gebe Garen Frozen Heart. Ist dann noch ein bisschen tankiger und nicht so schlecht. Ich habe schon zwei Leonas jetzt hier rumchillen. Auch schön. Ja, Pike könnte ich mir jetzt holen, aber Pike ist eigentlich nur da, weiß ich nicht. Da ist. Okay, ich könnte mir ein Ludens Echo machen mit meinen Items, aber ich habe keine AP-Einheit. Ja, easy, ne? Ja, das bringt natürlich auch nicht ganz so viel. Obwohl, Ludens Echo ist halt auch für normale Spells, wie auf so einer Ash oder sowas, ist das auch in Ordnung. Ja. Mal abwarten, Kappa, die in Stufe 3 als Gegner. Okay, der ist weg. Ich warte jetzt auf einen Yasuo, dann packe ich Pike raus und packe den Yasuo rein. Dann habe ich auch noch Blade Master Combo. Ist auch sehr angenehm. Und jetzt habe ich erstmal richtig aufs Maul bekommen von diesem King Hero. LOL! Egal, dann bin ich gleich in Karussellen. Erst da dran, wenn ich lebe. Ja, du bist echt vor mir dran, verdammt. Es sind auch noch zwei Kämpfe, also wir können echt beide noch rausfliegen tatsächlich. Ich will nicht nochmal gegen den King Hero kämpfen, weil der hat mir 20 Schaden gemacht gefühlt. Ja, der erste hat mir auch ein bisschen Aua gemacht, leider. Ciao, ciao, ciao. Ja, aber sah es am Anfang so schön aus mit der Nobel-Kombo. Ah, ja. Verdammt, komm schon. Irgendwas Gutes hier. Ich kriege nichts. Ey, warum krieg ich die ganze Zeit Aurelia und Soul? Verpiss dich. Ja, noch eine Ash, aber die ist schon Level 2 und ich glaube nochmal 6 Ash kriegen wir nicht, also. Ja, ich habe ja auch schon eine Stufe 2. Ja, die steht ja auch nur rum, um die Ranger-Kombo zu machen, um vielleicht ein bisschen CC zu geben, aber so. Fiora ist auch so schwach, Mann. Ah, der Ding, Und Garen auch noch hier von mir ein bisschen Magic Reserve geben. Selbst weiter mein Mega-Tank-Boy. 1500 HP hast aber nur. Oh Gott, King Hero. Ich sag schon mal Tschüss, ne? Oh, RIP. RIP, du. Ja, das mit dem Braum ärgert mich so ein bisschen mit dem Glacial. Oh oh. Ich krieg aber auch hier richtig gut aufs Maul. Ja, ach ich du Kacke. Ja, ich flieg raus. Oh, ich krieg hier aber auch richtig Schaden. Alter, ich hab nochmal 20 Schaden bekommen. Ah, du bist raus? Ach, ja, mein Nobles für mich. Ich meine, sorry, schade, tut mir leid. Ja, nee, ist klar. Da bist du. Was willst du machen? Dann packe ich Leona rein statt dem Pike. Bisschen mehr Tankiness hier. Ja. So ein, zwei Sachen hätten wir das Game eigentlich, glaube ich, gerettet. Das mit dem Glacial Buff, was leider doch nicht funktioniert hat. Hätte sie die eine Leona noch bekommen, das wäre dann echt. Ja. Der Rip. Hätte ich die K auch noch bekommen, hätte ich 6er Nobel plus 2er Glacial. Ich glaube, dann wäre es abgegangen. Nein, nicht schon wieder gegen King Hero. Aber Phantom, den kannst du kein Damage machen. Nee, den mache ich halt echt gar aber kein Damage. Obwohl Damage. Eine Unit habe ich aber ordentlich weggemacht. Also, wenn ich den Shogast down kriege, bevor der ultet. Oh, wow, das war ein dicker Crit. Draven, ja, du absolutes Monster. Jetzt weiter. Oh, ho, ho. Draven, du Monster, mach Crits. Oh, weg. Los. Oh. Jawohl, Draven. Oh! Ja, Draven war eine gute Entscheidung, ey. Draven, absoluter Masterboy hier. Der hatte den Imperial Buff, glaube ich. Das war der richtig reingeknallt. So, ich darf als erstes. Da die ist Kay. Da ist, ah, da sind auch Attack Speed Items. Oh. Nimm die Kay für den Nobel Buff. Ja, da muss ich aber auch Lucian reinstellen. Ja, ja, ich nehme aber Kay auf jeden Fall. Dann kann ich auch Level pushen. Da muss ich nur eine Unit rausnehmen. Ja, nice. Nice, 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 nice. Wen nehme ich denn dann raus? Nehme ich Ash raus oder Darius, ist die Frage. Ich glaube, ich nehme Ash raus. Ranger Buff ist mir nicht wichtig wie ein übel starker Draven dahin. Ja, Draven, der kann echt zerstören mit dem Imperial Buff, wenn denn. Ja, richtig strong. Okay, gut. So, dann.
Du rein und dann muss ich noch Lucian rein tun. Obwohl, ich könnte auch einfach Level pushen. So, du und hast, du rein. Du hast doch eh genug Gold, Alter. Let's go. Ey. Ich könnte sogar bald noch ein Level pushen, wenn ich jetzt noch ein, zwei Runden überlebe. Das ist gar nicht ganz... Oh, Leute, ich hab viermal Pike hier drüben. Nicht so oft ja, Pike gesehen. Mal. Alter Schwede, hast du schon mal fünfmal eine Einheit? Nein, nur viermal vorhin einmal gehabt. Viermal war auch das Maximum. Ich weiß gar nicht, ob es fünf gibt, aber theoretisch ja schon, weil jedes ist ja individuell gerebolt und ich spiele schon wieder gegen King Hero. Ich meine, jetzt ja, mit dem Nobel-Buff, ihr seht's, jede Einheit, ihr seht überall, wenn jemand Damage macht und Damage bekommt, ploppt immer dieses Shield auf. Das ist so stark. Guck mal, wie wenig Damage die mir machen. Also, die machen mir schon ganz gut Champion-Damage. Ich verliere auch gerade. Den. Boah. Never mind. Sag jetzt nicht, ich bin raus. Oh, schade. Jetzt hatte ich gerade den Nobel. Nein. Och, Mann. Oh, hätten wir gegen irgendjemand anderen gespielt. Ah. Eigentlich sind wir auch, im Herzen sind wir auch Dritter geworden, weil der andere ist gleichzeitig rausgeflogen. Aber naja. Das war eine Runde TFT mit Matti. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, sag dann tüdelü. Tschüss.